Ach, einschalten. Hier, Maus bewegen, Bildschirmschoner. Also, heute wird's ganz verrückt. Weiß es nicht ganz genau, aber irgendwie erinnert mich das jetzt so ein bisschen an die Szenen von John Hutchinson. Ja, mal gucken, ob ich das will. Ja, worum geht's denn eigentlich? Es geht um den anonymen Bedini-Buster, wenn man das so nennen kann. Der war ganz aufgeregt und hat mir schon mehrere Tage versucht, das hier mal näher zu bringen. Hat mich immer in Momenten erwischt, wo ich absolut überhaupt nicht aufnahmefähig gewesen bin. Aber dann durch die ganze Truppe, wir haben heute nochmal eine Skype-Konferenz gehabt, haben sie alle mal auf mich eingeredet und gemeint, Thorsten, los, bau das hier jetzt mal. Okay. Worum geht's eigentlich? Hier haben wir Bedini-Motor, ne? An der Triggerspule kommt einmal so eine DIN-genormte, muss ich jetzt wahrscheinlich dazu sagen, das ist so eine Spannungsverdopplerschaltung. Ja, dann kommt hier eine extra Batterie ran. Ich habe an der Stelle jetzt Bedini-Motoren angehangen. Wie geht's denn dann weiter? Ja, dann haben wir noch im Ausgang vom Bedini, von der Bedini-Schaltung, einen Ringkern-Trafo drin. So ein Teil hier. Und da habe ich welche, die von 110 auf 220 Volt, glaube ich, hin und her transformieren. Gehe praktisch auf der 12 Volt Seite rein. Praktisch hier unten die Seite ist jetzt bei mir die 12 Volt Seite und das habe ich jetzt als 110 Volt Seite. Und an der 110 Volt Seite habe ich dann auch wieder so eine Spannungsverdopplerschaltung. So, wie geht's dann weiter? Dann haben wir im Eingang, genau im Eingang von unserem Bedini, hier ist die Eingangsleitung. In der Eingangsleitung noch einen Ringkern-Trafo drin. Den haben wir hier, auch noch eine Pumpe dran, eine Spannungsverdopplerschaltung und wieder einen Bedini-Motor. Als Abnehmer, hier hat der anonyme Erfinder alles auf den Saar-Bedini-Switch hier unten, ne? Also diese Vierer-Schaltung, die haben wir erstmal so getauft, Saar-Switch, ne? So kann man es auch machen. Ja, und mal gucken, wie es funzt. Spannungsversorgung haben wir wieder 12 Volt. Ich habe es auf 12 Volt eingestellt. Auf geht's. So passiert noch nichts. Ne? 12 Volt liegen an. Das sind sogar 13. Ne? Gut, 13. 13 Volt ist auch eine schönere Zahl, finde ich. Okay, so jetzt rechts rum oder links rum. Es geht los. Okay, mir. Okay, der läuft. Der läuft nicht, da geht er aus. Aha. Was ist mit dem hier? Der ist ja total krass hier vorne. Aha. Schon interessant. Der oszilliert jetzt nonstop. Aha, da könnte ich also jetzt nonstop an den Ausgang was ranhängen. Und hier vorne der Kollege. Ah, der läuft so. Okay, also haben wir jetzt hier einen Bedini-Motor laufen, also Servomotor. Hier die blinkt schön im, keine Ahnung was das für ein Takt ist, jedenfalls richtig schön hell, blau, violett leuchtend. Zuckt auch immer schön vor sich hin. Hier hinten leuchtet nun Stop und da dreht sich schön ein Ast, kann man auch regeln. Dreht ordentlich. Okay, wo ist aber mit der Spannungsaufnahme? Wir pendeln so rum zwischen 400 und 500 mA bei 13 Volt. Gut. So um halben Daumen gepeilt. Was sind wir da? 5 Watt?
So, um 5 Watt den voll am Laufen, den vor sich hin drehend. Okay, ein bisschen Leistung hat er, ein bisschen Leistung hat er. Bin mal gespannt, wie es dann mit 200 Volt ausschaut und unserem großen Servomotor. Schön. Jetzt blinkt die nonstop. Aha. Hier hat es, glaube ich, was durchgehauen jetzt komplett am Eingang, so wie es ausschaut. Aber dafür, dass die erst so ab, ich habe es, ja, 30, 40, 50 Volt gehen die los. Schön. Ja, und wenn man es so sieht, eigentlich alles umsonst Energie, ne? Weil egal, ob ich die erst dran hätte oder nicht dran hätte, der würde nach wie vor so drehen. Hey. So eine verrückte Spielerei. Nee, jetzt. Da vorne will aber wirklich nicht weiter. Keine Chance. Darüber? Nee. Okay, jetzt aber. Hast du was? Das einmal durchblicken. Na gut. Also, irgendwie ist da was, aber nicht laufend. Zadler. Okay. Also, ganz schön heikel die Einstellerei. Ihr seht's. Der will nochmal starten. Okay, also ist noch ein bisschen Bedarf da, aber alle Achtung, nochmal so als Überblick.